Hallo zusammen. Ja, heute Mittag, da mache ich mir so ein richtig leckeres Chili mit Hackfleisch, Paprika und Bohnen. Naja, und wie bekannt, jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Aber überhaupt kein Problem. Ich tue einfach etwas rosa Pfeffer dazu. Ja, die Öle im Pfeffer, die verhindern Blähungen. Lieber Christoph, Pfeffer hilft keinesfalls bei der Verdauung. Wenn man ballaststoffreiche oder schwer verdauliche Nahrung zubereitet, wie zum Beispiel Eintöpfe mit Hülsenfrüchten, dann sollte man Koriander verwenden. Denn damit geht es einem nachher wirklich richtig gut. Und diese Frage reiche ich doch direkt mal weiter an Frau Fugmann in Kaulsdorf. Hallo Frau Fugmann. Hallo. Ich grüße Sie. Sie klingen fröhlich, hurra. Ja. Was meinen Sie, was hilft gegen Blähungen, wenn man rosa Pfeffer ins Essen tut oder wenn man Koriander dazu gibt? Ich würde sagen Koriander. Der Koriander, das frische Grün könnte helfen. Christoph hat das Fragezeichen bekommen und ich darf es auflösen. Natürlich ist Koriander das richtige. Koriander ist gerade der frische Koriander, der grüne, ist ein gutes Mittel, wenn es einem im Bauch krummelt. Der beruhigt das Ganze so ein bisschen. Also wenn Sie es mögen, es kann ja auch ein extra Kick sein, ne? 250 Euro für Sie, Frau Fugmann. Danke.